Guten Morgen, ihr Lieben. Oder okay, wir haben jetzt abends, wenn ihr guckt. Ja, ihr habt gestern meinen ersten Kroatien-Vlog geschaut. Ich hoffe, der hat euch soweit gefallen. Viel konnte man da jetzt auch nicht sehen von Kroatien, weil es war ja jetzt der erste Vlog mit meiner Ankunft. Und wie ihr gesehen habt, war ich da im falschen Hotel und musste tatsächlich dann nochmal 80 Kilometer mitten in der Nacht fahren. Aber es hat sich echt gelohnt, weil, huch, meine Kamera fällt gleich wieder um. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil das andere Hotel um Welten besser war. Habt ihr ja gesehen, richtig, richtig schön, wirklich. Ja, ich habe mir gedacht, wenn ihr euch jetzt wundert, warum heute kein Kroatien-Vlog kommt, ich habe mir gedacht, weil die Folgen von First Dates über 6 Wochen gehen, immer montags, 20.15 Uhr, habe ich mir gedacht, dass ich meine Kroatien-Vlogs immer montags um 18 Uhr hochlade. Wie findet ihr die Idee? Also wollt ihr die dann immer montags nacheinander sehen jeweils oder wollt ihr die jeden Tag jetzt eine Woche lang hintereinander sehen? Ja, schreibt mal in die Kommis und je nachdem, was ihr entscheidet oder was die Mehrheit entscheidet, das werde ich dann machen. Ich dachte mir, vielleicht ist es so besser, dass ihr so einmal in der Woche die Kroatien-Vlogs seht und unter der, also die anderen Tage dann, wie es uns so geht, jetzt gerade aktuell. Genau, das wollte ich euch einmal mitteilen und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Vlog. So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier bei Mama und sie kriegt mein Schreibtischschränkchen. Kannst du das Auto zumachen? Ja, also kriegt man ein Schreibtischschränkchen. Den bringen wir jetzt eben hin. Und sie möchte die Gewichtsdecke testen. Die gebe ich hier auch. Oh, ich hoffe, ich kriege die alleine. Nee, muss der Erwin machen. Mit einem Arm kriege ich die nicht hin. Die wiegt ja 10 Kilo. Die wollte sie testen, deswegen lege ich sie ihr hier hin. Wenn sie dann eingezogen ist, kann sie die testen. Und gleich müssen wir noch einkaufen, Müll wegbringen und Fotos wollten wir noch machen. Aber erstmal da Homebar unseren Kuchen abholen. Toll. Ist die Tür zu? Ja, mache ich. Ich gehe dann wieder rein, oder? Oder soll ich gucken, wie du gestrichen hast? Hä? Was der hier so macht, der Herr, ob er fleißig ist. Boah, die Wand ist ja richtig gelb. Hauptsache die Pflanze steht schon da. Das ist typisch Mama. Hauptsache die Pflanze ist schon am Fenster. Und Fenster sind auch schon geputzt, das ist auch typisch Mama. Ja, ist nicht typisch Niki auf jeden Fall. Ja, hier diese kleinen Dinger müssen wir noch ja, machen. Dafür brauche ich ja die Pinsel. Hm. Okay, mein Schatz, du warst sehr fleißig. Hier ist auch noch Deko. Kein Boden, nix. Aber Hauptsache, die Deko steht. Das könnte auch typisch ich sein, oder? Ja, aber nicht typisch Fensterputzen. Nee, typisch Deko. Sieht aber süß aus. Na los, weiter geht's. Ja, das musst du jetzt nicht aufnehmen, wie ich meine Nase putze. Hast du fein gemacht. Hey, fein. Weißt du, wie schwer das ist mit 2 Piercings an der Nase und 1 Lippenpiercing? Ja, raus mit dem Blech. Sich die Nase zu putzen, alles weg. Ja. So. Dortmund, Düsseldorf, Köln, Bochum. So, wir haben jetzt unseren Kuchen abgeholt und jetzt rufe ich bei C&A an. Es gibt nämlich dieses Überraschungsdingens zum Zusammenstellen hier. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Bestelle jetzt deine Überraschungstüte für nur 15 Euro und dann kann man sich das zusammenstellen lassen. So ein Überraschungspaket, man muss nur die Größe mitteilen
Und dann kriegt man so eine Überraschungstüte aus 7 unterschiedlichen Styles. Also man kann zum Beispiel ein Langarmshirt oder Sweatshirt bekommen, 2 Sweatshirts oder Pullover, eine Hose, Jeans oder Freizeithose, ein paar Socken oder Strickstrumpfhose, 2 Winteraccessoires, Mütze, Schal oder Handschuhe und verfügbare Größen S, M, L, XL. Und das gibt es für Männer und Frauen und für Babys und Kinder. Und jetzt rufe ich da an. Und dann holt man das halt ab. Das kostet 15 Euro dann, wie gesagt, pro Person. Und jetzt rufe ich da mal an und ja, guck mal, ob ich da noch was bekomme. Da wird keiner dran gehen. Soll ich es in der anderen Filiale versuchen? Ist jetzt keiner dran gegangen. Wahrscheinlich haben die heute geschlossen. Ich versuche meinen Glück Montag nochmal. So, wir sind hier gerade in Duisburg am Landschaftspark und schaut euch mal hier an, was es hier für krasse, krasse Kulissen gibt. Das ist hier Ruhrpott pur. Ist richtig warm, ne? So. Kurze Aufwärmpause. Das ist so arschkalt. Es ist so kalt, meine Nase läuft, aber ich habe jetzt echt keinen Nerv, die zu putzen. Wie sehe ich aus? Die Tina Haus telefoniert. Selber habe ich gerade auch gedacht. So von der Seite. Die Tina Haus telefoniert. So, jetzt sind wir ein paar Schritte weiter. Befinden wir uns mitten zwischen Metall. Ah ja. Jetzt noch du, oder? Wir sind jetzt hier fertig. Und ich kann meine Finger nicht mehr spüren. So arschkalt. So, wir packen jetzt zusammen und dann geht's ab nach Hause. Ein warmes Bad. Yummy, yummy. So ihr Lieben, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir haben jetzt 16.10 Uhr und ich habe gerade schön heiß gebadet. Jetzt chill ich ein bisschen im Bett. Ich bin richtig müde geworden durch die Kälte draußen und dann durch das heiße Baden. Ja, auf jeden Fall müssen wir gleich noch einkaufen gehen. Wir hatten jetzt gerade ein Stück Kuchen, das hat auch gut getan. Ich habe, wie gesagt, 2 Kilo verloren, also es läuft so langsam, ne? Vielleicht müssen wir uns noch was zu essen machen. Ich glaube, der Ermin macht so einen gemischten Salat mit Halloumi-Käse. Bis später. So, hier seht ihr unseren Rucksack von Gaston Luga, den wir verlosen auf Instagram und YouTube. Also, wer mitmachen möchte, kann gerne teilnehmen. Da wird sich bestimmt jemand freuen. Haben den hier ein bisschen schön angerichtet, gerade ein paar Fotos gemacht. Guck mal draußen. Alles verschneit. Schaut mal, was Hinik hier Leckeres gekocht hat. Kartoffel, Hackfleisch, Schafskäse, ne? Kalorienbombe. Sonntag ist Chili Mili. Richtig. Und Cheat Day. Ja, ihr Lieben, guckt euch mal mein Gesicht an. Ich habe Nüsse gegessen und Obst gegessen und das wirkt sich dann so auf meine Haut aus, dass ich so einen Ausschlag kriege. Also es sind keine Pickel, dass ich irgendwas nicht vertrage. Also dass ich nicht irgendwelche Cremes vertrage, sondern es ist ein Ausschlag von meiner Allergie. Das wirkt sich dann auf meinem Gesicht aus. Und der juckt richtig. Es juckt, es brennt, weil ich auch dieses Rosazea habe, es brennt und dann muss ich die ganze Zeit dran kratzen und dann wird es noch schlimmer. Ja, so sehe ich dann heute aus, aber so sieht die Realität aus. Ja, ich habe einen Auflauf gemacht gehabt heute. Eigentlich sollten ja, warte, ich drehe euch nochmal um. Eigentlich hatte ich ja erzählt, sollten die Mama von Ermin, die Schwester und meine Mama kommen und dann habe ich mir so gedacht, das geht ja gar nicht. Corona, also man kann sich ja hier noch nicht zu viert treffen. Ja, zu fünft. Und deswegen haben wir jetzt allen abgesagt, ne?
Ja, deswegen habe ich jetzt hier den Auflauf gemacht und ich denke mir nur so jetzt, wir haben ja noch die ganzen Kuchenstücke. Ist jetzt alles für Ermin und mich da. Ja, ist jetzt echt blöd. Aber ich esse jetzt so ein Kuchenstück. Was soll man machen, ne? Das muss ja jetzt auch weg. Ich glaube, ich nehme hier diese Erdbeertorte oder. Ah, diese Bananentorte sieht auch gut aus. Ich nehme hier mal so ein Stück Bananentorte. Ja, ist immer noch am Schneien. Mittlerweile sieht es draußen so aus. Und guckt mal hier die Eiszapfen. Seht ihr die? Wie kalt es draußen ist. Richtige Eiszapfen hängen hier an diesem Rohr. Ja, Winter Wonderland im Februar. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Montag und wir haben voll die schöne Fotoidee im Schnee. Auf der Terrasse. Da liegt ja noch ganz viel Schnee auf dem Boden. Lege ich mich hin bei Minus 8. minus 8 Grad. Und ja, wir wollen jetzt so ein Foto machen, wo mich der Ermin von oben so fotografiert, wo man halt nur den Rücken sieht von hinten. Ich lege mich auf den Schnee. Halbnackt, Jogginghose. Und ja, das ist das Beste, was der Ermin hier gerade macht. Wenn ihr euch jetzt Hi. fragt, warum er sich schminkt, das gehört alles dazu. Der macht mir nämlich gleich ganz viele Küsse auf dem Rücken, damit das schön aussieht fürs Foto. Ich muss jetzt nicht bis in die Winkel ziehen, oder? Naja, das muss ja schön. Ja, schön Dingens aussehen. So gefüllte Küsschen. Nicht nur so halbherzige. Ach, wie viel Uhr sollen wir bei C&A sein? 14:15 Uhr. 14:15 Uhr, genau. Weil, ich hatte euch ja Samstag schon gesagt, ich mach mal so, dann könnt ihr den Erwin weiter beim Schminken zugucken. Ich hatte euch ja schon gesagt, diese Überraschungstüte, da hatten wir Samstag angerufen, aber da war keiner da. Aber die meinte, da hätten schon so viele Leute angerufen, deswegen sind die irgendwann, ja, konnte man nicht mehr dran gehen. Und ich habe da jetzt jemanden erreicht, nicht im Zentrum, sondern hier bei uns, beim C&A. Und haben uns jetzt eine Tüte für Frauen. Boah, das sieht aus wie so ein Grufti. Also eine Tüte für Frauen, für Männer und für einen Jungen bestellt. Und 14:45 Uhr sollen wir die abholen. Genau, dann gucken wir mal, was da so Schönes drin ist. Ich hoffe, dass da was Schönes drin ist. So, fertig? Dann küss mich. Boah, sieht gerade aus, wärst du ein Vampir. Willst du mich vernaschen? Saug mir mein Blut aus. Sieht man die? Möchte ich den denn jetzt hingetan? Ach hier. Weil der dritte war dann etwas verblasst. Was würden jetzt deine Freunde sagen, wenn die dich so sehen? Also alte Arbeitskollegen würden sagen Fremdscham, falsche Gruppe. Freunde wahrscheinlich das Gleiche. Ja, mein Gesicht erholt sich so langsam. Diese blöde Allergie. Wir haben jetzt auch gesagt, kein Saft mehr morgens, keinen frisch gepressten Saft und keine Nüsse. Dass mein Gesicht sich erstmal richtig erholt. So Leute, hier wird gerade werden Fotos gemacht. Hallo Nikis Beauty World. Ihr seht hier. Okay. So, ihr Lieben, schaut mal hier auf meiner Couch eine ganz große Auswahl von Sportklamotten. Ich habe nämlich bei Fabletics bestellt und das Outfit habt ihr schon gesehen. Das hatte ich im Landschaftspark an, wo wir das Shooting hatten. Und da, ja, sind es auch sehr schöne Bilder geworden. Ein sehr, sehr auffälliges Outfit, finde ich richtig schön. Falls ihr Fabletics nicht kennt, es ist eine, ja, Sportoutfit-Marke aus Los Angeles mit
Gründerin ist zum Beispiel die Schauspielerin Kate Hudson. Fabletics bietet halt hochwertige Leggings, BHs, Sportoutfits zu günstigen Preisen. Ist auch eine sehr gute Qualität. Die haben sehr günstige Preise. Ich erkläre euch gleich das VIP-Programm. Und das Material ist toll, die Passform. Und es ist blickdicht auf jeden Fall. Also man sieht hier gar nichts, man sieht kein Höschen, nichts. Und bei Fabletics ist es jetzt zum Beispiel so, die haben ein neues Konzept jetzt 2021. Die bringen nicht jeden Monat wie andere Sportmarken ihre Klamotten raus, sondern jede Woche, weil die auch mit ganz vielen Stars zusammenarbeiten. Also jetzt im Februar haben die zum Beispiel ein Projekt mit den ganzen Mädels von Germany's Next Topmodel. Und da gibt es die Outfits dazu, könnt ihr auf der Seite alle sehen. Die haben halt diese VIP-Mitgliedschaft, bei dem man bis zu 50% des regulären Preises sparen kann. Also jetzt zum Beispiel ist alles 50% runtergesetzt im Februar. Oder man bekommt zum Beispiel zwei Leggings für 24 Euro, dann Gesamtoutfit 50% günstiger. Schaut mal rein. Also es lohnt sich auf jeden Fall und die sehen wirklich sehr, sehr toll aus. Genau, und dann könnt ihr mal schauen. So vom Design her finde ich die wirklich sehr, sehr schön. Guckt mal. Und die Hosen, die ich euch vorhin auch gezeigt habe, ist ein sehr, sehr fester Stoff. Was heißt fest? Also der ist auf jeden Fall blickdicht, das möchte ich euch damit sagen. Und es ist vom Design her, von den Outfits her, für alle was mit dabei. Ne? Sei es für molligere Frauen, da gibt es auch zum Beispiel solche Oberteile oder Tanktops. Oder wenn man am Bauch nicht so, wenn man am Bauch halt ja eine gute Figur hat, kann man auch so kürzere Tops tragen, Bras. Die Hosen sind halt sehr schön, verschiedene Modelle. Ja, so schaut's aus. Ich verlinke es euch unten in die Infobox. Schaut mal rein bei Fabletics. Ist auch jetzt gerade ein Paket angekommen von diesem Konferenzmikrofon, was ich bestellt habe von Tournor. Ja, das habe ich jetzt bestellt, weil jetzt durch Corona hat der Alexander halt viele Videokonferenzen. Und wenn er dann am PC sitzt, dann hört man ihn halt besser mit diesem Mikrofon, ne? Weil wir haben jetzt die ganzen Videokonferenzen durchs Handy gehabt. Und dann konnte man ihn manchmal nicht hören oder so abgehackt hören. Und deswegen haben wir jetzt das bestellt und auch für mich, für mein Homeoffice, für meine Arbeit, wenn ich da meine Konferenzen habe, ist das wirklich sehr, sehr gut. Ne? Also auch wenn ihr Homeoffice habt und ihr braucht da irgendwie ein Mikrofon, dann kann ich euch das sehr ans Herz legen. Das hat sehr gute Bewertungen und das werde ich gleich mal auspacken. Ermin wird es mir dran machen, um ein bisschen erklären, wie das funktioniert und so. Und dann können wir das mal austesten. So, Ermin ist jetzt da, es hat geklingelt. Da sind 2 Jahre Garantie drauf. Ihr habt ein 60-Tage Rückgaberecht. Es gibt einen Customer Support. Und es hat auch ganz gute Bewertungen. Was auch ziemlich cool ist an dem Mikrofon. Also es ist für den Computer gedacht oder Laptop. Ist jetzt egal, ob ihr ein MacBook habt oder ein iMac. Also iOS oder Windows. Ist völlig egal. Ihr schließt das mit dem USB-Kabel einfach an. Und was halt ziemlich cool ist, das Gerät, also die Treiber installieren sich einfach von selbst. Man muss jetzt nicht irgendwie schauen, was muss ich da irgendwie installieren. Deswegen gibt es da keine Anschlussprobleme. Hier in der Mitte habt ihr so einen Button, da ist so ein Mikrofon drauf abgebildet. Und wenn ihr das benutzt, dann kann der entweder rot leuchten, dann heißt das Mikrofon ist stumm gestellt. Wenn man auf drauf drückt und es leuchtet blau, dann ist man in einer Konferenz und wenn es nicht leuchtet, dann ist es disconnected, also nicht mehr mit dem Computer verbunden. Ist halt ziemlich praktisch, weil man kann Zoom-Konferenzen, gerade zu aktuellen Zeiten, ja, die Kinder müssen ja alle zu Hause bleiben und haben teilweise Unterricht am Computer. Das ist halt ganz praktisch, wenn man auch zurück kommunizieren muss im Unterricht oder wenn jetzt irgendwie Leute aus mehreren Haushalten, eine Familie vielleicht mal sich unterhalten will, eignen sich solche Mikrofone sehr gut für Skype oder Zoom. Also ist schon ein ziemlich cooles Teil, kostet 34,99 Euro und ihr könnt das auch, also man hat eine Reichweite von 5 Metern, es kann irgendwo stehen und trotzdem wird es ziemlich gut klappen. Wir haben das jetzt hier dran gemacht am PC und haben das jetzt mal ausgetestet. Und was auch richtig, richtig cool ist, also wo ich mir vorher auch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht habe, aber
Ich kann das für Voice-Over benutzen, also für meine YouTube-Videos. Wer zum Beispiel YouTube-Videos macht und ein Voice-Over braucht, ich habe das immer mit meiner Kamera nochmal drüber laufen lassen. Ja, jetzt habe ich dieses Mikrofon und brauche da nicht nochmal diese Sequenz aufnehmen mit der Kamera. Also ein cooles Ding, was ich auf jeden Fall gebrauchen kann. Wir verlinken es euch unten in die Infobox. Ich weiß nicht, ob ich einen Rabattcode dafür habe. Auf jeden Fall seht ihr unten den Link zu diesem Mikro.